große Geschütze an der Ostsee. Artilleristen lassen die Feuerkraft ihrer zwei wichtigen Waffensysteme sprechen. Raketenwerfer und Panzerhaubitzen zeigen ihr zerstörerisches Potenzial. Besonders selten und zugleich beeindruckend, die Panzerhaubitze 2000 schießt im direkten Richten, also mit waagerechtem Rohr, quasi wie ein Panzer. Für Oberleutnant Christian Knorn und seine Soldaten ist es das erste Mal, auf diese Weise Feindziele zu bekämpfen. Anders ist grundsätzlich, dass wir das Ziel sehen. Das ist erstmal schon mal was Besonderes. Und dass wir halt ähnlich wie ein Kampfpanzer mit dem Richtkanonier über das Panzerzielfernrohr auf das Ziel zielen und zum anderen mit der größten Treibladung dann auch schießen, was man sonst auch nicht oft macht, aufgrund der Reichweiten. Und dann die Soldaten die wesentliche Fähigkeit zu sich erwerben zur Selbstverteidigung, weil das der wesentliche Teil ist im direkten Richten. Truppenübungsplatz Putloss in den Morgenstunden. Die Besatzungen beladen ihre Panzerhaubitzen. Auch das Schießen im indirekten Richten mit erhöhtem Rohr über größere Distanzen trainieren sie hier. Zum Einsatz kommen Sprenggeschosse mit Aufschlagzündern. Währenddessen werden am Ostseestrand zerschossene Wracks beiseite geschoben und ein alter Leopardpanzer als Ziel neu aufgestellt. Bei Entfernungen von 800 Metern sind die Feindobjekte während des Feuerkampfes mit dem bloßen Auge sichtbar. Aufmunitioniert fahren die Panzerhaubitzen in ihre Stellungen. Der erste Schuss findet aus Sicherheitsgründen bei der Übung an der sogenannten langen Leine statt. Das heißt, ein Soldat steht hinter dem Geschütz und löst den Schuss aus. Die Premiere ist geglückt. Die Anspannung aller Teilnehmer löst sich. Alle weiteren Geschosse feuern die fünfköpfigen Besatzungen, aufgesessen vom Waffensystem selbst, ab. Sie lernen, mit der Zieleinrichtung effizienter zu arbeiten und werden sich der Explosionswirkung unmittelbar bewusst. Genutzt wird beim Schießen im direkten Richten die höchste Treibladung. Die Geschosse setzen um, sobald sie auf Widerstand treffen. Die Durchschlagskraft der rund 45 Kilo schweren Munition ist gewaltig. Wenig später im Zielgebiet. Die Zerstörung ist extrem. Die einzelnen Stahlteile sind über mehrere Meter verteilt. Der alte Kampfpanzer ist komplett vernichtet. Ein aufschlussreiches Bild für die Soldaten. Einer von ihnen ist Oberstabsgefreiter Lukas Piel. Als Munitionskanonier nimmt er einiges an Eindrücken mit. Da wir eine sehr hohe Ladung geschossen haben, war ich wirklich sehr verwundert darüber, was für eine Energie hinter dieser hohen Treibladung steckt. Und auch zu sehen, sag ich mal, wie ein Geschoss dann wirklich auch einschlägt, dass da wirklich enorme Kräfte freigesetzt werden. Also es war sehr beeindruckend. Die Artilleriesoldaten haben mit dem Schießen weitere Möglichkeiten und Grenzen der Panzerhaubitze 2000 kennengelernt. Der Feuerkampf im direkten Richten ist jedoch letzte Konsequenz, dient einzig und allein der Selbstverteidigung. Die Panzerhaubitze 2000 bahnt sich ihren Weg über den Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster. Unbefestigtes Gelände stellt für die 1000 PS-Maschine kein Hindernis dar. Artilleriekräfte üben hier als Vorbereitung für Enhanced Forward Presence in Litauen. Der Übungsschwerpunkt ist die Artilleriebatterie im scharfen Schuss. Tagsüber, über Nacht, in verschiedenen einfachen bis hin zu komplexeren Lagen, was die Feueraufträge angeht. Die zusätzlichen Aufgaben, die parallel zu fordern sind. Und weiterhin neben den eigentlichen Haubitzen unsere Aufklärungsmittel, die ich doch weiterhin mit dabei habe, in die Batterie zu integrieren. Und das alles unter Corona-Bedingungen. Mit dem nötigen Abstand werden alle Beteiligten erstmal in die Lage eingewiesen. Es herrschen strenge Auflagen und eine Quarantäne für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss der Übung. Nur eine der Hürden, die hier zu nehmen sind. Das Große, was man halt immer sieht im Fernsehen, ist halt die Panzerhaubitze im scharfen Schuss und dann die Aufschläge im Zielgebiet. Aber um dieses System zum Wirken zu bekommen, gilt es halt mehrere Kräfte hier in den Einsatz zu bekommen. Das fängt beim Erkunden des Raumes an, das geht beim Feuerleiter weiter, der das Feuer dirigiert, der sozusagen die Spinne im Netz ist. Und sodass wir dann hier nicht sagen können, okay, das ist nur die Panzerhaubitze, die gesehen wird, sondern es kommt dann darauf an, alle Fähigkeiten hier erfolgreich und siegfähig zum Einsatz zu bringen.
Eines dieser Elemente ist die Wettergruppe, die wichtige Daten für die Berechnung des Abschusses liefert. Denn Wind und Wetter haben direkten Einfluss auf die Reichweite und Flugbahn des Geschosses. Die an dem Ballon befestigte Sonde übermittelt verschiedene Werte wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung. Diese Daten werden stündlich ausgewertet, erneuert und an die Gefechtsstände übermittelt. Ein wichtiger Teil im Zusammenspiel sind die Drohnenbilder der Luftunterstützung. Hier geliefert von einer zivilen Firma. I've got now a set with the 155 Mike Panzerhaubitze. I've got one set with the observer position and the last set I've just did was with the headquarter. Die 5-Mann starke Besatzung der Panzerhaubitze bereitet den ersten Schuss vor und wartet auf den Feuerbefehl. Der erste Schuss des Tages findet unter besonders sicheren Bedingungen statt. Den ersten Schuss setzen wir sowieso über lange Leine. Also den ersten Schuss, den wir am Tag setzen, wir verlassen alle den Panzer, schießen mit einer Leine außerhalb des Panzers, um zu sehen, ob wirklich alles funktioniert. Und ansonsten ist da eigentlich nicht viel Risiko bei. Hauptauftrag ist es, die kämpfende Truppe an der Front mit den Haubitzen zu unterstützen. Mit der Sprengmunition ist es möglich, den Feind zu zerschlagen, zu vernichten, zu stören, niederzuhalten oder gegebenenfalls die Bewegung des Feindes abzuriegeln. Außerdem können mit Nebelmunition eigene Bewegungen verschleiert werden, falls man dem Feind ausweichen muss. Lageänderung, Standortänderung und Munitionswechsel. Wichtige Komponente, die geübt werden müssen. Ja, aufgrund dessen, dass sich der Auftrag verändert hat, müssen wir jetzt von dem Betonbrechzünder auf den normalen Auftragzünder wechseln. Ja, das ist nicht mehr dafür geeignet, Bunkeranlagen oder Betonwände zu brechen. Hat aber hier die Möglichkeit, dass wir den einmal als Auftragzünder ohne Verzögerung und mit Verzögerung verschießen können. Dementsprechend sind wir da wieder ein bisschen flexibler und können die Betonbrechzünder für einen anderen Auftrag verwenden. Außerdem wird die Panzerhaubitze bei Nacht zur Unterstützung genutzt. Sie kann das Gefechtsfeld für die Truppe beleuchten oder Punkte im Vorfeld markieren. Das Leuchtgeschoss hat dabei eine Brenndauer von 60 Sekunden und einen Leuchtradius von ca. 900 Metern. Eine Fülle von Fähigkeiten, die die Artilleristen üben müssen, denn bereits im März unterstützen sie die NATO-Mission Enhanced Forward Presence in Litauen.